Du machst eine Pause, um zu Atem zu kommen. Dabei siehst du, dass die Karawane gefährlich in die Länge gezogen ist. Du kannst das Ende gar nicht erkennen. Wir müssen sie zusammenziehen, bestätigt Ivor. Es wäre zu gefährlich, vor dem Götterstein anzuhalten. Der Pfad müsste bald erreicht sein. Das Tempo verringern, damit alle aufholen können. Das Tempo konstant halten. Karawane mit einer Ansprache stärken. Du begibst dich ans Ende der Karawane und hebst dir ein kleines Kind auf die Schulter. Kämpft um jeden Schritt. Denkt an die, die es nicht geschafft haben. Und legt euch ins Zeug. Die Leute sehen deine Anstrengungen und verstärken ihre eigenen. Moral gestiegen. Plus 5 Ansehen. Weit genug für heute, finde ich. Nach einem Tag voller Elend lassen Männer und Frauen unter dem Götterstein Rit Valdirs ihre bescheidenen Habseligkeiten fallen. Was machen wir jetzt? Wir haben unsere Häuser im Stich gelassen, da plötzlich Wüter aufgetaucht sind. Der Oberhaupt ist meinem Rat gefolgt und nun sieh, was es davon hat. Sieh dir diese Leute an. Irgendwer muss sie zusammenhalten. Und zwar du, Rook. Wie soll ich das denn anstellen? Und was tun, falls wir noch mehr Wüter begegnen? Es wird passieren, um ehrlich zu sein, diese Leute können nicht mit Wütern fertig werden. Ich nehme an, dass wir für jede besiegte Schlacke 2 Verluste haben. Also fliehen wir? Nur wenn du Frauen und Kinder verlieren willst. Wir werden kämpfen müssen und es wird Tote geben. Verdammt, bei den Göttern. Warum passiert das nur? Überleg mal, wie ich mich fühle. Ich sitze mit einem Haufen Schwächlinge fest. Ist dir nicht egal, ich weiß es. Fee, die Menschen sind eine schlimme Plage in der Welt als die Wüter, soweit ich sehe. Es sind Gespräche wie diese, auf denen unsere Freundschaft ruht, Alba. Du schläfst schlecht. Ewig steht die Sonne am endlosen hellen Himmel. Bevor die anderen sich erheben, findest du dich wieder, wie du über lange kieferbestandene Hügel blickst. Boah, ist er langsam. Langsam geht's hier gar nicht mehr beim Sprechen. Insane. Der Götterstein thront über dir. Witwaldir blickt mit seinen riesigen Augen in die gleiche Richtung wie du. Den Stein inspizieren. Der verwitterte Stein hat nicht viele Besucher. Er ist kaum ein Grund, so weit nach Osten zu reisen. Wenn Jäger hier vorbeikommen, bringen sie dem Gott bisweilen ein Opfer dar. Jedoch eher aus Gewohnheit. Jetzt, da die Götter tot sind, Gitwaldir war der Gott der Jäger und der wilden Tiere. Gelegentlich wurde er gesichtet, wie als Mensch oder als Wolf das Land durchstreifte. Auf Bildnissen ist er stets mit seinem schrecklichen Speer dargestellt. Du fragst dich, was er davon halten würde, seine Wälder voller Wüter zu wissen. Ein kleines Mädchen aus der Karawane kommt auf dich zu. Und dies habe ich für dich gemacht, sagt sie und gibt dir eine grobe Halskette aus einem Zweig, den sie in der Nähe gefunden haben muss. Danke, dass du meine Mutter gerettet hast. Damit läuft sie zu ihrem Zelt zurück. Zurück bei deinem Zelt weckst du Alette, die sich bei dir einhakt, bis sie richtig wach ist und schlechte Träume. Schließlich wird das Lager abgebrochen und die setzt den Weg nach Frostbeile fort. Oder nach Frostbellere. Es fühlt sich eher an wie ein Ende als wie ein Anfang. Jagdrune, Götterstein. Ich habe kaum noch Vorräte. Nicht gut. Die Karawane kommt zum Stehen, als einige Männer auf dem Weg auftauchen. Sie legen ihre Waffen nieder. Wir haben gesehen, dass Wüter kommen, sagt einer. Denen möchten wir nicht alleine begegnen. Wenn ihr erlaubt, dass wir mit euch ziehen,
zeigen wir euch ein Wasserloch mit genügend Tieren, das eure Vorräte wieder auffüllen könnt. In der Karawane hebt sich ein ablehnendes Gemurmel und hat Angst vor Fremden. Sie scheinen sich anzuschließen. Was macht ihr so alleine hier draußen? Wir waren hier auf der Jagd. Da haben die Wüter unser Dorf gefunden, erzählt der Mann. Als wir heimkamen, er blickt beiseite und beendet den Satz nicht. Komm, ich nehme sie mit. Wenn ihr keinen Ärger macht, kommt mit, sagst du. Die Männer begeben sich vorsichtig in eure Reihen und erweisen sich bald als vertrauenswürdig. An einem versteckten Wasserloch in der Nähe gibt es tatsächlich so viele Tiere, dass ihr euch mit neuen Vorräten versorgen könnt. Plus 12 Kämpfer, 5 Ansehen und 18 Vorräte. Während einer Pause betrinkt sich einer der Männer und schüttet einem Krieger sein Met ins Gesicht. Eine Schlägerei entsteht. Diverse Faustschläge und ein Knochenbruch später wird der Tun nicht gut. Raffens Wartere vor deine Füße geschleudert, wütende Clanmitglieder verlangen Genugtuung. Raffens Warteres persönliche Verteidigung beläuft sich auf unverständliches Gemurmel. Eine öffentliche Entschuldigung, ihn fesseln, bis er nüchtern ist, die Rauferei mit einem Lachen abtun, die anderen auffordern, die Gelegenheit zu vergessen. Komm, ich fessel ihn, bis er nüchtern ist. Du schnappst dir ein Seil und verschnürst den Lümmel. Ein paar Zuschauer bewerfen ihn mit Kleinkram, aber die meisten gehen nur lachend davon, zufrieden, dass irgendeine Maßnahme ergriffen wurde. Richtiger Lümmel. Ich hoffe, die Vorräte reicht noch. Als ihr auf dem Weg nach Frostwelle ein kleines Dorf mit Betten und Nahrungsmitteln findet, ist die Erleichterung zum Greifen. Die Dörfler sind schockiert über die Nachricht, die ihr bringt, und diskutiert untereinander, während ihr in der Nähe das Lager aufschlagt. Heroes. Er müsste immer noch verwundet sein, glaube ich, oder? Förder. Brooke ist ein geschickter Jäger aus einer langen Linie von Waldbewohnern, die ins Gogre gelebt haben. Okay. Muss ich mal gucken. Den Wunsch, seine Tochter Alette zu einer eigenständigen Frau zu ziehen. Ach, das ist seine Tochter. Okay. Okay. Himmelskrieger. Okay. Brooks Tochter Alette erinnert sich kaum an ihre Mutter. Die starb, als Alette noch ein Kind war. Seitdem verbringt Alette die meiste Zeit mit ihrem Vater. Die traditionelle Mädchenrolle im Dorf interessiert sie nicht. Sie will es ihrem Vater gleich tun und Jägerin werden. In ihrer Freizeit übt sie Schießen mit Oddlife, der Frau des Oberhaupts von Skogre, die für Alette zur Ersatzmutter geworden ist. Okay. Ah. Was ist das? Ausweichstärke. Es wäre für ihn halt auch nicht schlecht. Aber eins Rüstung, Stärke, Willenskraft ist halt nicht schlecht. Und dann gebe ich dir das. Kann sie wenigstens ausweichen, wenn so ein großer Dude herkommt und dann meint sie, erschlagen zu müssen. Mark. Obsidian-Glocke. Singender Stein. Willenskraft zur Tötung. Wunde. Okay. Diese dunkle Steinglocke hat einen tiefen Klang. Plus 2 aggressiv. Rüstung bei Rast. Ich weiß nicht, was aggressiv, was das bringt. Softhand Helf mit von Waffen mit melodischem Effekt. Aus den Willen des Oberhaupts symbolisiert. Und Vater an den Sohn, Willenskraft Runde. Komm, ich kauf mir mal das. Auch wenn ich es erst später benutzen kann. Ah, bald sind wir da.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier rasten soll. Und dann würde ich sagen, komm, ich hol mir noch ein paar, oder? Nee, Vorräte habe ich 34. Ah, Versorgung für Tage, okay. Hätte ich es nicht unbedingt auch holen brauchen, aber je mehr ich habe, desto besser. Kurz hinter dem Dorf nähern sich zwei Männer in Rot. Mein Name ist Hogun, sagt der eine, und das ist mein Bruder Mogun. Okay, könnten die Charaktere sein. Und viele aus dem Dorf möchten mit euch nach Frostweller gehen. Da eilt ein dritter Mann herzu, der offensichtlich erbost ist. Halt den Mund, Hogun, schreit er. Oh Gott. Kämpfen wahrscheinlich. Was ist los? Diese Bastarde sprechen nicht für uns. Sie versuchen das Dorf zu teilen, seit ihr angekommen seid. Stimmt. Behaltet alle, die da bleiben und sterben wollen. Die anderen gehen mit den vernünftigen Leuten von Skogr. Ich lasse euch eher beide aufschlitzen, als dass das halbe Dorf wegläuft. Hinter dem wütenden Dörfler hat sich ein Mob mit bewaffneten Schlägern zusammengerottet, der euch nervös und feindselig mustert. Ihr wisst beide, was mit den übrigen von uns geschieht, wenn wir die Felder aufgeben müssen. Niemand geht. Wenn die Wüte hier eintreffen, könnt ihr die Felder sowieso vergessen. Lasst eure Leute selbst entscheiden. Ich will damit nichts zu tun haben. Wir dachten auch, dass das so läuft. Die sehen halt einfach beide gleich aus. Vielleicht haben wir selbst gesagt, dass sie sich nicht von den Wütern erschlagen lassen sollen. Wüter, dass ich nicht lache. Ich weiß nicht, welche Schwindel diesmal abläuft, Hogun. Aber du hast zwei Möglichkeiten. Du gehst wieder an die Arbeit oder ich mache Hackfleisch aus dir. Mogun, was meinst du? Es wäre nicht recht, wenn er nur mich fragen würde. Mogun zieht langsam die Axt. Hogun folgt seinem Beispiel. Die Brüder sind zwar selbstbewusst, aber erheblich in der Unterzahl. Ich glaube, ich bin kein guter Bauer. Macht das unter euch aus? Ich töte niemanden, nur weil er sein Haus verteidigt. Auf die Seite Dörfler schlagen. Einfach machen wir einen ausgeglichenen Kampf daraus. Auf die Seite der Brüder schlagen. Die Sache ist halt, die Brüder würden halt gehen wollen. Ich würde halt die Leute retten. Aber wenn ich dem Dorf, wenn ich dem Ältesten helfe, dann bleiben die einfach da, dann sterben alle. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Komm, Albert tritt vor, der Schläger zögert. Die Schläger zögern. Es ist eine Axt, nimmst, bemerkst du, dass Alette nicht zu sehen ist. Hogun und Mogun. Sie sehen aber beide gleich aus. Das ist irgendwie lustig. Hier ein Feld an und betäube einen Gegner. Okay, sie kann nichts machen. Alter, aber der haut seine eigene Rüstung damit nicht kaputt. Ah, Blutpflege, das ist dasselbe.
Drescher. Bald am Boden. Damit. Das war gerade eine sehr schlechte Idee, weil ich echt dachte, dass er dran ist. Aber der geht eh auf ihn, also okay. Kann er den Pfleger noch machen? Hallo, ich möchte gerne... Nein. Ich wollte das nicht. Blut kann auch gefördert werden. Das muss man. Himmel. Besiege einen Feind mit einem Drescher, besiege einen Feind mit einem Himmelsflieger. Rue kann auf Stufe 3. Ava wurde im Kampf verletzt. Die Brüder danken dir mit breitem Grinsen. Bald haben sich viele der Dörfler eure Karawane angeschossen. Du suchst nervös nach Alette. Dieser Kampf beginnt aus deinem Blickfeld verschwunden ist. Schließlich findest du sie in einem Beobachtungsposten weiter weg. Togun kehrt zurück und stellt dir Frau und Sohn vor. Bald brecht ihr wieder auf. 100, okay. 22 Kämpfer. Ansehen. Vorräte. Moral gestiegen. Alette geht still neben der Karawane her. Sie ist etwas distanziert, seit ihr das Dorf verlassen habt. Während einer Pause kommt Oddlife zu euch. Alette, ich habe was für dich. Oddlife hat das lange Banner geholt und gibt es mit einem warmen Lächeln an Alette weiter. Was wird denn das? Ich hätte gehofft, dass du alle Ereignisse seit Skogr in das Banner einnähen kannst. Komm ein andermal zu mir, Rook. Dann reden wir weiter. Ehe du etwas entgegnen kannst, ist sie gegangen. Vater, bist du jetzt das Oberhaupt? Ich weiß es nicht. Sieht ganz so aus. Oh, das heißt dann, ihr seid beide einen Moment still, während Alette das Banner entfaltet. Oddlife hat mir das Nähen beigebracht. Sie spricht sehr anerkennend von dir. Können wir den Teil über Mutter lesen? Zunächst, in das Banner ist die Geschichte der Familie Skogris im Laufe der Zeiten eingenäht. Das ist in allen Städten üblich. Ich wünschte, sie wäre hier. Andererseits bin ich froh, dass sie es nicht ist. Der Abschnitt eurer Familie ist kurz. Über Alette ist, Ballett hat einen hat ihn farbenprächtig gestaltet. Warum sagst du das? So muss sie das alles nicht erleben. Güter, die Flucht von zu Hause und
Warum musstest du diese Männer töten im Dorf? Ich meine, wenn ich fragen darf. Sie hatten andere getötet. Sorgen über sein Verschwinden. Sie hatten andere getötet. Aber woher weiß man, wer böse ist? Weil die Wüter entsetzlich sind. Immer wenn wir gegen sie kämpfen müssen, will ich nur weglaufen, aber ich will niemanden töten, bitte. Bist du mir böse? Nein, schon gut. Ich bin froh, dass du das nicht willst. Er lässt quittiert dies mit einem Lächeln. Und dann wird sie wieder ernst. Ich würde es wohl tun, wenn es unbedingt sein müsste. Aber muss es das? Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, weiß, Vater. Ich glaube, du machst deine Sache gut. Sie umarmt dich. Ihr verbringt die übrige Zeit gemeinsam und sie näht neue Verse ins Banner. Zum Guten wie zum Schlechten. Skrugers Geschichte ist jetzt deine Bürde. Okay. Dann würde ich aber an der Stelle mal sagen, dann mache ich hier mal einen Cut quasi. Und dann würde ich sagen, bewertet die Videos, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei, da gibt's nice Streams. Und natürlich Sunbros, Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.